Jasmin Geistarte, neun Demekalt eine da, tue, gleich id ton wei 4 genü 42, ein zu flüssen, lind und, men, 9 e 14 unak, frendinfte und häufig, via gu 9 im, enelei plae id in tai und sind entdeckt und etwa 4 abewandeit, ut kf, i gaban im idea und e gewert, den viele. Uruikuka, eit eine Tate Form, 28 cm 0200 Gramm Jasminreis, 20 Gramm Kokosraspel, 180 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 120 Gehalte Butter, 50 Gramm Puderzucker, 1 cl Milch, eine türkische Lira Apfelessig, Klammer auf oder ein anderer Essig, Klammer zu. 500 ml Kokosmilch, eine Vanilleschote, eine Zimtstange, 3 Eier, 150 Gramm Zucker, 150 Gramm Sahne in eine Pfanne, 50 Gramm Jasminreis, bei mittlerer Hitze etwa 5 Minuten rösten, bis er goldbraun ist. Mit den Kokosraspeln in der Küchenmaschine oder Kaffeemühle zermahlen, mit dem Mehl und 1/4 Teelöffel Salz vermischen. Butter, Puderzucker, Milch und Essig verrühren. Mehlmischung dazugeben und möglichst schnell zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig in die Tarteform geben und wie beschrieben blind backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Für den Belag den restlichen Jasminreis, Klammer auf 150 Gramm Klammer zu, mit Kokosmilch, Vanilleschote, Zimtstange und eine Prise Salz in einen Topf geben. Unter gelegentlichem Rühren aufhochen. Die Herdplatte ausstellen und den Reis abgedeckt so lange ziehen lassen, bis er die Flüssigkeit ganz aufgenommen hat. Dabei ab und zu umrühren. Das dauert etwa 30 bis 40 Minuten. Backofen auf 160 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Reis etwas abkühlen lassen. Die Eier 100 Gramm Zucker und die Sahne verrühren. Unter den Reis rühren. Alles auf dem Tarteboden verteilen. Im Ofen auf mittlerer Schiene 30 Minuten backen, herausnehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen. Die Tarte mit dem restlichen Zucker, Klammer auf so G, Klammer zu, bestreuen und mit einem Bunsenbrenner karamellisieren.